Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über biologische Landwirtschaft und landwirtschaftliche Kooperativen in China geschrieben. In diesem Artikel frage ich mich abschließend, ob diese Form der Landwirtschaft, die ja grundsätzlich zu begrüßen wäre, die Lösung für eine nachhaltige und vor allem sichere Nahrungsversorgung ist. Und in dem Artikel beantworte ich mir die Frage auch gleich selbst. Während der Artikel erschien, war der Hauptgrund für diese Einschätzung die fortschreitende Urbanisierung an der Ostküste Chinas. Mittlerweile spielt jedoch meines Erachtens der Klimawandel eine größere Rolle. Neue invasive Schädlinge oder Krankheiten bedrohen die Ernten. Genauso wie Unwetter, Trockenheiten oder eben Überschwemmungen. Die extensive Landwirtschaft, wie man sie bisher kannte, ist ein Auslaufmodell. Sie ist ein Kind der Fossilindustrie und hat zudem ein Geschäftsmodell, welches vor allem fleischgetrieben ist. Doch neben den Emissionen ist für die Tierproduktion bzw. die Tierfutterproduktion nicht genug Fläche auf dem Planeten vorhanden. Wir alle kennen die Bilder von bis zum Horizont reichenden Weizen-, Soja- und Maisfeldern in Amerika, der Ukraine und ja, auch in Mecklenburg. In Mecklenburg wird die verfügbare Fläche zu 0,16% für Gemüse und für die menschliche Ernährung und 99% für andere Produkte wie Winterweizen, Gerste, Mais, Raps und so weiter verwendet. Gemüse spielt in Mecklenburg-Vorpommern praktisch keine Rolle. Das lässt sich auch ausweiten auf andere Anbauregionen weltweit. In China ist das jedoch etwas anders. Die gesamte landwirtschaftliche Fläche für Feldfrüchte, also Getreide plus Gemüse, beträgt 121 Millionen Hektar. Gemüse macht etwa 17% der Gesamtfläche aus. Getreide beansprucht hingegen 83%. In den 1980er Jahren lag der Gemüseanteil bei knapp 3% in China. Danach stieg er immer weiter an. Das bedeutet zweierlei. Erstens, gemäß den verschiedenen Programmen geht die landwirtschaftliche Anbaufläche zurück und es steht mehr Grünfläche, also zum Beispiel Wald, als langfristige Kohlenstoffsenke zur Verfügung. Daher weise ich jetzt hier auch nochmal auf meinen Film Green Wall hin, in welchem ich das etwas genauer erklärt habe. Insbesondere zwei Programme, und zwar Grain for Green und Urban Forestry Program stehen ein bisschen dafür. Und zweitens, der Gemüseanteil, also der hochwertigste Anteil der Ernährung, steigt. Bei den in Asien typischen Bevölkerungsdichten wird im Vergleich zu denen in Europa oder USA klar, dass in China die Konzepte der Versorgung der Bevölkerung nicht auf die gleiche Art funktionieren können. Was kann man also tun? Die Antwort ist vieles. Es gibt natürlich nicht nur eine Sache, die man tun muss, um das Problem zur sicheren Nahrungsversorgung der Bevölkerung zu lösen, sondern viele Dinge, die alle gleichzeitig angepackt werden müssen. Eine der Lösungen ist zum Beispiel Urban Farming bzw. Indoor Farming. Zu Urban Farming und Green Cities werde ich später einen Beitrag machen. Heute soll es nur um Indoor Farming gehen. Ich habe mir eine Anlage hier in der Nähe von Hangzhou von 4D Bios angeschaut. 4D Bios ist seit 2018 auf dem Markt und mittlerweile internationaler Marktführer in diesem Bereich. Allerdings kennen auch die meisten Chinesen Indoor Farming nicht wirklich. Doch 4D Bios ist mit einem anderen Produkt recht bekannt geworden, das man hier überall kaufen kann und das von vielen Leuten ganz gerne genutzt wird. Und dabei handelt es sich im Prinzip um Indoor Farming, nur eben in einem Modell. Aber es funktioniert natürlich auch für zu Hause und viele Leute nutzen das über das Gadget hinaus. Neben 4D Bios drängen natürlich auch immer mehr Unternehmen mit ähnlichen Konzepten auf den Markt. Leider hinterlässt dieses Konzept angesichts der Erfahrungen mit wässrigen Tomaten aus den Gewächshäusern Nordhallands in Europa bei vielen einen wortwörtlich schalen Geschmack. Zu Unrecht, denn es ist durchaus möglich, durch das Zusammenspiel von speziell zusammengestellten Licht, Temperaturmanagement, Pflanzenernährung und weiteren Randbedingungen wohlschmeckendes, nachhaltiges und gesundes Obst und Gemüse zu produzieren. Und kleiner Funfact am Rande, 4D Bios liefert mittlerweile auch in die Niederlande. Aber das Ganze geht natürlich nicht so einfach aus der hohlen Hand. Damit das möglich ist, ist schon im Vorfeld eine Menge Wissenschaft notwendig gewesen. Dies ist in der Tat eine New Frontier. Mittlerweile hat man diese Idee auf annähernd 1000 Arten ausgedehnt, von Obst und Gemüse über Gewürze bis hin zu Zierpflanzen. Und es funktioniert. Einer der Knackpunkte dieser Technologie ist die Energieversorgung. Auch wenn die Sonnenenergie nicht mehr direkt für die Photosynthese herangezogen wird, ist sie natürlich nach wie vor in Form von Photovoltaik essentiell. Und selbstredend hinzu kommen natürlich noch die anderen erneuerbaren Energien, die zusammen die notwendige Energie liefern, damit das Nachhaltigkeitsziel nicht gefährdet wird.
Es gibt noch jede Menge weiterer Vorteile. Durch die kontrollierte Umgebung, die eher einem Reinraum entspricht, kann man auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Die Wassermenge, die für die Bewässerung notwendig ist, ist deutlich geringer. Der Einsatz der Pflanzenernährung wird gezielt gesteuert. Es ist also nicht mehr so vom Zufall abhängig, wie gut der Boden ist oder wie schlecht. Und es ist nur ein Bruchteil des sonst benötigten Düngers notwendig. Das Abwasser und das Bewässerungssystem kann geschlossen werden und belastet damit nicht die Umwelt bzw. wird im Kreislauf genutzt. Hinzu kommen die eingangs erwähnten Vorteile bezüglich der Resilienz gegenüber Unwettern, Trockenheiten, Überflutung, Schädlingsbefall und so weiter. Die Technologie ist ohne Frage noch immer teuer, aber in einigen Bereichen hat sie bereits den Break-Even erreicht. Einer davon ist zum Beispiel die Erdbeerproduktion, die man bei 4D Bios liebevoll AI Berries genannt hat. Eigentlich ist das ein Wortspiel, denn AI Berries, also AI, kann durchaus Artificial Intelligence bedeuten, aber Ai auf Chinesisch bedeutet auch Liebe. Die Preise, die sich mit diesen Früchten erzielen lassen, sind beachtlich und letztendlich auch notwendig, um alles andere Obst und Gemüse in die Gewinnzone zu bringen. Wie auch die oben genannte Sun Kumun vermarktet 4D Bios seine Produkte weitgehend selbst, was durch den flächendeckenden Onlinehandel kein Problem ist. Es gibt auch so etwas wie die in Europa bekannten Biohof-Club-Mitgliedschaften, über die man sich zu Vorzugspreisen zum Beispiel jede Woche eine Obst- und Gemüsekiste bringen lässt. Erneuerbare Energien, Onlinehandel, Online-Payment, Lieferservice, Produktinnovation, Direktvermarktung können für sich genommen schöne Ideen sein. Aber im Zusammenspiel dieser Innovation und der zugrunde liegenden Wissenschaft treten die Synergien deutlich zutage. Nach meiner Ansicht ist China auch in diesem Bereich, also hinsichtlich der Synergien der einzelnen Infrastrukturmaßnahmen, dem Westen um viele Jahre, wenn nicht gar um Jahrzehnte voraus. Ich persönlich würde den Entscheidungsträgern im Westen ans Herz legen, sich diese Entwicklung vor Ort in China anzuschauen und davon zu lernen. Übrigens auch eine Sache, die Firmen wie 4D Bios Schulklassen, Studenten oder anderen Interessenten in deren Eco-Classrooms anbieten. Das Gleiche gilt natürlich auch ganz allgemein für Interessenten wie mich zum Beispiel, die sich jetzt schon vor Ort über die Zukunft informieren möchten.